Wie wär's denn mit einem Glückskeks? Im Glück. Was soll das denn sein? Ein Glückskeks, wo du doch die ganze Zeit mit deinem ach so tollen Anglerglück prahlst. Vielleicht könntest du zur Abwechslung mal den Beweis antreten. Wenn's weiter nichts ist. Da hast du es. Ich habe gewonnen. Hurra. Was? Zeig her. Nichts da. Es ist mein Gewinn. Und ich wollte schon immer, Mitglied im Schnabeltierclub sein. Aber es war mein Keks. Ist ja schon gut. Hier hast du deinen bescheuerten Ausweis. Ich bin eh bereits Mitglied in diesem dämlichen Club. Bin mal versehentlich auf ein Hobel losgefallen. Und lass mich ab jetzt mit so einem Unsinn in Ruhe. Der Glückspilz. Gut, wir haben einen Ausweis. In der Altstadt. Ausweis. Schnabeltierclub. Ich bin jetzt Mitglied im Schnabeltierclub. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt offiziell ein Teil der Schnabeltiergemeinde. Muss ich mir die Haare rasieren oder Kutten tragen? Nein, aber du bekommst eine Gratiskopie der Schnabeltierfibel. Und das ist nicht verhandelbar? Bewahre sie gut auf. Sie könnte dir eines Tages dein Leben retten. Die Schnabeltierfibel, dritte Auflage. Dann wollen wir doch mal schauen, ob was Nützliches drinsteht. Das hier ist interessant. Offenbar gibt es in jeder Generation ein Schnabeltier pro Gattung, das die Nester vor Räubern bewacht. Die Eier dieser Nestwächter werden vom Muttertier gut versteckt. Es gibt 4 Schnabeltiergattungen, also insgesamt 4 Nestwächtereier. Natürlich. Ich muss nur die 4 Nestwächtereier finden und ausbrüten. Dann landen die entsprechenden Schnabeltiere auch nicht mehr auf der Speisekarte. Und ich kann Goal endlich zum Essen einladen. Der Plan ist so bescheuert, der muss einfach funktionieren. 2 haben wir ja schon. Erdschnabeltierbrut, Flugschnabeltierbrut, Kescher, Erdschnabeltierei, Flugschnabeltierei, Wasserschnabeltierei, Feuerschnabeltierei, Feuerschnabeltierbrut. Ja. Erdschnabeltiere schlüpfen beim ersten Bodenfrost im gefrorenen Erdreich. So ein Mist. Ich kann doch unmöglich den Wintereinbruch abwarten. Flugschnabeltiere schlüpfen im freien Fall vom höchsten Punkt ihrer Siedelstätte. Umständlich, aber auch irgendwie lässig. Hier steht, dass Feuerschnabeltiere ihre Eier in heißen Geysiren verstecken. Geysire? Sowas gibt's hier doch gar nicht. Ofen. Wasserschnabeltiere schlüpfen. Bitte was? Im Maul von lebendigen Zebrafischen. Hier steht außerdem, Süßwasserfische sind. Dürfte schwer sein, hier welche aufzutreiben. Ein Aquarium vom Seagull vielleicht. Ja, dann schauen wir mal. Vielleicht kommen wir ja jetzt hier nach oben. Und laut Fibel ist das hier ein Flugschnabeltierei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Sehr gut. Ich dachte, du fässt nichts an, was aus dem Schwimmen, das kommt. Kannst du bestimmt auch jetzt das Erdei nehmen. Aha! Ach du Schreck, ein Minispiel. Tja, also. Erdmännchenfalle. Wenn man nur wüsste. Hey, stehen geblieben! Wenn man nur wüsste, wo das als nächstes auftaucht. Ja. Vielleicht. Ach, verdammt. Ach, verdammt. Hier. Ach, komm schon. Hinten. Ach, Mensch. Ach Mensch. Hinten. Natürlich.
Aber wie? Können wir hier irgendwas anderes? Stein. Ah ja, vielleicht hier und hier. Hier. Irgendwie müssen wir es in die Enge treiben. Wenn wir jetzt hier... Hab ich dich. Du dachtest wohl, du könntest mich austricksen, was? Aber der Klügere gibt niemals nach. Errungenschaft freigeschaltet, Nachtenarbeit. Wir haben ein Erdschnabeltier-Ei und ein Flugschnabeltier-Ei. Sehr gut. Was, das Feuerschnabeltier-Ei haben wir auch schon? Wo, wann, wie? Warum nur das Wasserschnabeltier-Ei? Inwiefern haben wir ein Feuertier-Schnabel-Ei? Ein Feuer-Eier-Schnabel? Was? In den Hafen. Karte. Hier beim Industriegebiet, da war doch vielleicht im... Ja, im Ofen. Vielleicht steckt so da eins schön drin. Viel Potenzial. Keines. Laut Fiebel ist das hier die Brutstätte der hiesigen Feuerschnabeltierkolonie. Hier findet der eingeweihte Schnabeltierfreund die Zutaten für diverse kulinarische Köstlichkeiten. Zumindest solange es unbewacht ist. Na dann, reingegriffen. Hinauf. Flugschnabeltier-Ei. Ah, ich sehe was, was ihr nicht seht. Laut Fiebel ist das hier ein Feuerschnabeltier-Ei. Cool. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Verdammt. Anzauberig. Laut Fiebel brüten... Ich würde zwar... Aber ich lasse es... Da steht es... Tja. Ei im Schornstein. Mit dem Staubsauger, das wäre doch eine Möglichkeit gewesen. Vielleicht... Laut Fiebel brüten. Ich würde zwar wetten, aber ich lasse es lieber. Da steht, es gibt nur. Tja. Kerze. Mit Ofen. Eventuell könnte das. Würde ich ja, aber sie ist aus. Außerdem fehlt da noch Kohle im Ofen. Wo bekommen wir Kohle her und wo bekommen wir Feuer? Her. Ja, Wasser. Vielleicht können wir Wasser reingießen. Logischwärts. Laut Fiebel brüten Feuersch. Ich würde zwar, aber ich lasse es. Da steht, es gibt. Aber wie? Laut Fiebel. Cool. Verdammt. Ja. Spaten. Laut Fiebel, ich würde, aber ich lasse, da steht, es gibt... Tja, also... Laut Fiebel, ich würde, aber ich lasse, da steht, es... Jemand vielleicht einen Plan? Hat jemand einen Plan, wie war das früher? Schnabeltier, Ei, komm. Vielleicht können wir uns erstmal um die anderen kümmern und... Die anderen ausbrüten. Wenn das Wasserschnabeltier-Ei kommt, vielleicht hier. Goldfischglas. Finger weg von den Zierfischen. Ach, Menno. Das Flugei könnten wir vielleicht menschliche Asche. Tja. Ich habe eigentlich keine Beziehung zu. Putzwerkzeugen. Andererseits mag ich kleine technische Gadgets, die mehr Lärm machen als nötig. Tja. Vielleicht. Da sind schon genug. Ich sollte. Vielleicht. Da sind schon genug. Ich sollte. Meine Sachen sind. Aber warum? Es ist ja nicht so.
Vielleicht können wir irgendwas aufsaugen. Vielleicht haben wir irgendwo menschliche Asche, die wir aufsaugen können dann dort. So kommen wir jetzt wohl erstmal nicht daran. Das müsste er sein. Der höchste Punkt des Siedelgebiets. Tja. Wo kriegen wir hier menschliche Asche her? Na super. Doch. Vielleicht können wir die irgendwie mitnehmen. Ja, schon. Lose Erde habe ich genug im Mantel. Wenn ich mehr Erde... Ja. Meine Sachen sind auch so schon... Ich muss sie nicht noch... Tja, also... Dann... Das Feuerei... Feuerschnabeltier-Ei. Wie kommen wir da ran? Wie kommen wir an die Notenständer? Viele Fragen, keine Antworten. Wer auch immer dieses Rohr designt hat, hat eine erfrischende Respektlosigkeit gegenüber jedem Sinn für Effektivität an den Tag gebracht. Industriegebiet. Vielleicht kann man hier mal reinsprechen. Kann man wahrscheinlich nicht. Laut Lieferschein. Hey, hallo. Hier gibt es so ein Tunnelsystem. Vielleicht können wir damit irgendwas anstellen. Ich wüsste bloß nicht, wie. Davon dann. Hallo! Test, Test! Achtung, Achtung! Eine wichtige Durchsage! Der Kutterkapitän mit dem amtlichen Kennzeichen wird gebeten, sich beim Hafenamt zu melden. Sein Kutter brennt und seine Frau hat Krebs. Aha. Klingt ja noch nicht viel. Rohrventil. Na super, jetzt ist das Rohr zu. Aber gebracht hat es mir gar nichts. Ich lasse es wohl lieber erstmal auf. Und behalte das für den Fall der Fälle im Hinterkopf. Tja. Vielleicht können wir hier mal die Rohre mal ein bisschen umstellen. Rohrwechsel. Rohrweiche. Die Rohre ein bisschen wechseln. Nach klein wenig müssen wir sich mal durch. Bin ich hier mal. Wer auch immer diese. Versuchen wir es mal. Hallo! Test, Test! Achtung, Achtung! Eine wichtige Durchsage! Captain Boso ist eine alte Knackwurst. Ich wiederhole! Captain Boso ist eine alte Knackwurst. Und wo kommt das raus? Okay, das kommt jetzt beim Apotheker raus. Tja. Na dann bin ich auch gerade planlos. Oh, so let me, oh.